Die Klausen-Simon-Stiftung bedeutet für mich Vielfalt und Chancengleichheit. Unterstützung und Netzwerk. Neue Perspektiven und Möglichkeiten. Freundschaft und Gemeinschaft. Die Klausen-Simon-Stiftung ist mein persönlicher Life-Changer. Die Klausen-Simon-Stiftung hat einen ganz festen Platz in der Hamburger Stiftungslandschaft, ist eine der ersten Adressen, wenn es um die Förderung, um die Unterstützung von Bildungsprojekten, Initiativen und Ideen geht. Und das ist ganz fantastisch, denn Bildung ist ja wirklich der Schlüssel zu Teilhabe und ein ganz, ganz wichtiger Baustein für Chancengerechtigkeit. Moin, kommt rein! Die Klausen-Simon-Stiftung ist heute eine der großen Privatstiftungen hier in Hamburg und fördert begabte junge Menschen in den Bereichen Wissenschaft und Bildung und Kultur. Wir tun dies mit Stipendienprogrammen in ganz Deutschland und in Projektförderungen, vor allen Dingen hier im Raum Hamburg. Die Klausen-Simon-Stiftung steht für Schulentwicklung, für innovative Unterrichtsprojekte. Und ist insgesamt für Hamburg ganz wichtig, weil es eine Stiftung ist, die regional arbeitet. Dadurch entsteht eine ganz große Nähe zu den Preisträgern, zu den Schulen. Und das ist für mich das ganz Besondere. Die Klausen-Simon-Stiftung ermöglicht uns, Freiräume zu schaffen, Ressourcen uns zu geben, um innovative Projekte in die Lehre zu bekommen. Das klickt. Ja, mit uns, also als Hochschulleitung und mit unserer Hochschule, mit unserem Gedanken, unseren Grundwerten zu Exzellenz und Mut und Gemeinschaftssinn. '82 gründete mein Vater die Stiftung aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Firma Beiersdorf und seines 70. Geburtstages. Es war ihm mein Anliegen, speziell damals Wissenschaft zu fördern und dem, wie man das heute nennen würde, Brain Drain entgegenzuwirken. Viele junge Wissenschaftler gingen damals, weil es attraktiver war, ins Ausland. Deswegen hat mein Vater damals gesagt, ich möchte was tun, das es attraktiv macht, hier zu studieren und auch hier zu bleiben. Und da hat er die Stiftung gegründet als Treuhandstiftung in Verbindung mit dem Stifterverband. 1999 starb Ebba Simon. Sie ist eine Cousine von Georg W. Klausen und sie vermachte testamentarisch einen Großteil ihres Vermögens der Klausen-Stiftung. Seitdem nennt sich die Klausen-Simon-Stiftung auch nach ihrem Namen. Hier waren auch Bildungsthemen besonders wichtig und mit diesem Vermächtnis vergrößerte sich das Vermögen der Klausen-Stiftung so erheblich, dass eine operative Arbeit und die Selbstständigkeit möglich wurden. 2012 ist ein ganz wichtiges Datum für uns. Hier haben wir wirklich mit dem aktiven Leben angefangen. Wir haben erstmalig auch in der Stiftung selbst Mitarbeiter eingestellt. Dass wir es auf 2012 gelegt haben, die Umwandlung in eine selbstständige, rechtsfähige, gemeinnützige Stiftung, lag daran, dass der Stifter 100 wurde und wir eine Größe erreicht hatten, wo es angemessen schien, nicht mehr im Treuhandverhältnis zu sein, sondern die Stiftung selbst zu verwalten und zu managen. Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten sind Masterstudierende, Promovierende, Bachelorstudierende, Künstlerinnen und Künstler. Es ist eine Gemeinschaft von Geförderten ganz unterschiedlicher Hintergründe, ganz unterschiedlicher Fachrichtungen. Wenn ich beschreiben müsste, was diese Gemeinschaft ausmacht, dann ist es eine Offenheit füreinander, ein großes Interesse, andere kennenzulernen, sich bereichern zu lassen durch andere Perspektiven und Lebenserfahrungen. Seitdem ich die Stiftung kenne, seit über 12 Jahren, hat sich die Stiftung laufend weiterentwickelt. Die Fülle an Programmen, die die Stiftung für junge Menschen anbietet, ist so reichhaltig, wie ich es
von sonst nirgendwoher kenne. Und gleichzeitig schafft es die Stiftung trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser Vielfalt, ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt, in dem man respektvoll miteinander umgeht und die inspirierendsten Gespräche sich ergeben. Heute hat die Clausen-Simon-Stiftung 4 große Förderbereiche: Wissenschaft und Hochschule, Bildung und Schule, Kunst und Kultur, Dialog und Perspektive. In diesen Bereichen versammeln sich 20 Stipendienprogramme, die wir hier operativ aufgelegt haben. In 40 Jahren haben wir an 2000 begabte junge Menschen Stipendien vergeben. Wir haben 600 Projekte in den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Kultur gefördert und damit 10.000 Teilnehmende erreicht. Aktuell fördern wir pro Jahr 100 Projekte. Wir fördern 400 StipendiatInnen und in der Summe haben das 40 Millionen Euro möglich gemacht. Allein 30 Millionen davon sind im letzten Jahrzehnt seit 2012 ausgeschüttet worden. Das hat dazu geführt, dass wir in diesen vergangenen 10 Jahren die Programmbreite entwickeln konnten, die wir heute haben. Was man dabei nicht vergessen sollte, ist natürlich auch, dass wir das gemacht haben, und gleichzeitig unser Vermögen noch mehren konnten, trotz dieser relativ hohen Ausgaben. Und inzwischen ja auch 16 Mitarbeiter beschäftigen in der Stiftung. Also dadurch ein durchaus, sagen wir mal, bedeutsamer kleiner Arbeitgeber geworden sind. Es ist uns wichtig, im Gespräch zu sein mit den jungen Menschen, die wir fördern. Und neben der finanziellen Förderung bieten wir eine ganze Reihe von ideellen Förderungen an. Das sind Workshops und Seminare zu verschiedenen überfachlichen Themen. Das sind Regionalgruppentreffen, Vortragsveranstaltungen oder auch Netzwerkveranstaltungen. Also ganz verschiedene Formate, die einfach der Erweiterung der personalen Bildung dienen. Dass es einmal die Möglichkeit gibt, es gibt Geld, dadurch kriege ich Zeit. Das ist erstmal per se ein totaler Luxus. Und dann habe ich aber auch noch dieses ganze Wissen, was einem bereitgestellt wird. Und das Schöne an der Stiftung ist, dass man wieder zurückgeben kann an die nächsten Generationen von Stipendiatinnen. Sei es halt in Workshops oder an Ideen oder an Impulsvorträgen. Es wird ja alles gefüllt von dem Wissen von den Menschen. Und dadurch wird es auch so lebendig. Das Stipendium war mein Karrieredurchbruch. Aber wie das nachhaltig geworden ist, ich würde sagen, das entsteht eher durch ein Netzwerk. Ich wüsste nicht, wer sonst so konsequent durchdacht interdisziplinär denkt und immer in fast jedem Wurf, der gemacht worden ist, versucht, Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen. Und man hat immer eine offene Tür. Man kann erneut gefördert werden. Wenn man der Stiftung treu bleibt, bleibt die Stiftung einem auch treu. Es ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die nachhaltig ist. Und da findet man auch in der Stiftung eine Heimat. Aber diese Programme funktionieren nur, wenn sie begleitet werden, wenn die Geförderten auch quasi gecoacht werden. Und das leistet das Team der Clausen-Simon-Stiftung in beispielhafter Art und Weise. Und davon hätte man in Deutschland gerne mehr. Für die Clausen-Simon-Stiftung wünsche ich mir, dass sie diese Lust darauf, auch künftig das Neue, das Inspirierende, das Weiterentwickelnde zu fördern, dass sie die behält und dass sie immer weiter sucht nach Möglichkeiten, junge Menschen anzuschubsen und dann wiederum dabei zu helfen, dass diese jungen Menschen uns als Gesellschaft, uns als Stadt dann wiederum bereichern. Ich bin extrem gespannt auf all die Stipendiaten, die noch kommen. Und ja, ich freue mich richtig, sie so ein bisschen zu begleiten auf ihrem Weg und sie vor allem kennenzulernen bei verschiedenen Veranstaltungen und bei Workshops. Ich freue mich auf die weiterhin wachsende Vielfalt unserer Stipendiatinnenschaft, auf all die jungen Menschen, die für ihre Bildung, für ihre Forschung, für die Kunst brennen und auf den Austausch und die Vernetzung, die damit einhergehen. Ich freue mich auf jeden Moment, wo Leute zusammenkommen, Energien und Diskussionen und Synergien austauschen und dann freue ich mich einfach auf das gemeinsame Gestalten von morgen.